Nun versuchen Sie, einen Zugang zu schaffen. Hier bei den Mauerstücken kommt unser Rohr zum So, die Explosion ist passiert, wie wir gesehen haben. Jetzt geht es um die erste Person, die das bemerkt hat und es meldet an die Leitstelle. 112 ist die Nummer, die wir alle kennen und lieben. Für die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr und des THWs beginnt dann gleich die Zeit. Sie hören eingespielt den Ton, der die milde Auslösung gibt, der dem THW-Helfer mit seinem Pieper an der Hose sagt, jetzt muss ich los. Das werden wir gleich hören. Die THW-Helfer selber sind meistens derweil und auch von der Feuerwehr auf Arbeit, zu Hause bei ihren Familien. Gerade wenn dann sowas ist, wir müssen in den Einsatz. Ob wir nun einen Geburtstag bei Oma feiern oder am Büroschreibtisch sitzen, wir müssen aufstehen, wenn wir gebraucht werden. Das ist das Meldergeräusch. Jetzt schaut jeder Helfer, auch der Feuerwehr, auf seinen kleinen Pieper und sieht genau, was los ist. Jetzt machen sich die Helfer auf zu ihren Feuerwehrhäusern, Unterkünften, wo auch immer, springen in ihre Stiefel, machen ein kurzes Briefing und begeben sich sofort auf den Weg mit den Einsatzfahrzeugen per Alarmfahrt. Bitte Vorsicht bei der Anfahrt, die Helfer sperren den Bereich. Bitte nicht wundern, normalerweise, wenn wir mit den Fahrzeugen in einen Einsatzort kommen, das weiß auch die Feuerwehr, das macht jeder so, stellen wir die Fahrzeuge in Fluchtrichtung. Das heißt, von der Gefahr weg, das passiert jetzt nicht. Ganz gewohnt.
der Einsatzkräfte über das Meldersystem. An sich. Wir haben immer eine sehr lange Vorlaufzeit, was unsere Einsätze angeht, da wir gesondert angefordert werden müssen. Verstärkt wird, aber bei der schieren Masse, die aus dem Fahrzeug kommt, keine Chance fürs Feuer. Daher Riesenapplaus für die Feuerwehr zum Löschen.